Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine Idee für eine besondere Kartenform, die ich euch in ähnlicher Weise schon mal gezeigt habe. Und zwar habe ich euch letztes Jahr zu Weihnachten eine Karte gezeigt, die einen ganz besonderen Mechanismus hatte. Leider habe ich keine einzige Karte mehr davon. Ich hatte mehrere, aber ich habe die alle verschenkt. Und ich habe euch da so eine Pop-up-Karte gezeigt. Und ich habe die jetzt ein bisschen umgewandelt, denn ich hatte einen Auftrag für eine Geburtstagskarte für einen Gartenfreund. Und ich finde, das ist immer ganz witzig, wenn man so Ideen dann hat, die man ein bisschen umwandeln kann. Und deswegen werden wir heute eine Rosenbogenkarte machen sozusagen, weil die Person hatte da eben einen Rosenbogen zum Geburtstag bekommen. Ich blende auch jetzt ein Foto ein, wie das ausgesehen hat, mit diesen bärigen Tönen, das war der Wunsch und eben einen Rosenbogen zum Geburtstag und dazu eine passende Karte. Und da ist mir eben diese Idee eingefallen und das wollte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Wir machen das Ganze heute ein bisschen in einer anderen Farbgestaltung, aber ich zeige euch einfach, was ihr alles braucht und wie das funktioniert. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und zuschaut und guckt, wie diese neue Karte, die einfach ein bisschen abgewandelt ist, funktioniert. Also an Material benutze ich einmal Merlot-Rot als Grundkarte, einmal Farbkarton-Pergament für die Verzierung und Flüsterweiß. Und ich habe auch noch mit extra starkem Flüsterweiß gearbeitet, der hat diese Bestellnummer. Und das Designerpapier, das ich jetzt verwende, das ist einfach ein Designerpapier, das ich noch hatte. Auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr ein schlichtes Designerpapier nehmt. Genau. Aber ich zeige euch gleich, was ihr alles genau dafür benötigt. Also, ich habe jetzt einmal die Grundkarte, die hat das Maß. So, in Merlot-Rot 20 x 20 cm. Und wichtig ist, die ist schon gefalzt und zwar einmal auf dieser Seite und auf der anderen Seite. Also beide Seiten ganz normal gefalzt. Kann ich euch aber gleich nochmal zeigen. Und die falzen wir gleich weiter. Dann habe ich Farbkarton extra stark, zwei Stück in dem Maß 9,5 x 9,5. Und einen Streifen in dem Maß 9,5 cm mal 2 cm. Das ist so ein Reststreifen. Ich weiß noch nicht genau, ob mein Spruch da überhaupt drauf passt. Das wollte ich eigentlich noch testen, aber es schaut, glaube ich, ganz gut aus. Genau, der müsste dann ungefähr reichen. Dann habe ich ein Designerpapier in dem Maß 10 mal 9 cm. Wie gesagt, ich finde das ein schlichtes Gut, weil eben die Karte an sich natürlich schon sehr viel hergibt. Ein Reststück Flüsterweiß normal und Pergament für die Deko dann nachher. Genau, dann legen wir jetzt mal los. Ich glaube, wir fangen gleich mal mit der Karte an sich an und dann machen wir die Deko im Anschluss. Ich brauche als erstes mal meinen Papierschneider. Der hat diese Bestellnummer. Und wie gesagt, das Papier hat das Maß, jetzt habe ich mir einen Zettel weg hier, 20 cm mal 20 cm und ihr legt das einfach bei 10 cm an und falzt euch das einmal, dann dreht ihr es euch einmal. Nochmal bei 10 cm anlegen und nochmal falzen. So habe ich die Falzlinien reingemacht. Und jetzt nehmen wir uns eine Seite von diesen vier Stücken sozusagen und machen dann nochmal eine Falzung rein. Und zwar, ich versuche euch das jetzt mal so hinzulegen, dass ihr das gleich auch gut seht. Ich lege mir jetzt mein Papier hier so diagonal rein. Ihr seid jetzt nicht ganz im Bild. Ich zeige euch das mal hier. Jetzt habe ich wieder verrutscht. Ich habe das einmal hier oben genau auf der Führungsschiene drauf liegen mit dieser Spitze und einmal hier unten auch. Wie gesagt, ich bin verrutscht, ich lege mir das gleich nochmal hin, aber dass ihr seht, wo ich mich da bewege. Und ihr könnt das euch hier oben, wenn ihr den neuen Papierfalter habt, könnt ihr euch das da so richtig schön anlegen und dann eben nur darauf achten, dass die untere Ecke auch, hier unten die Ecke auch gut dran liegt. Und jetzt nur, wichtig, eine Seite falzen, also nicht einmal komplett durchgehen mit der Falzklinge, auch hier wichtig die Falzklinge verwenden, sondern wir falzen uns nur eines dieser vier Vierecke zu. Bis zur Mitte hin falzen und dann eben nur diese eine Seite. Zeige ich euch jetzt gleich mal. Ja, bis zur Mitte habe ich es jetzt gar nicht mal getroffen, aber das ist egal. Also, da muss ich mich immer noch ein bisschen so an meinen neuen Papierfalter gewöhnen. Ja, also so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier von hier bis hier gefalzt und das Ganze nur an einer Ecke. Die lege ich jetzt nach rechts unten und die anderen bleiben so, wie sie sind. Okay, und jetzt schneide ich mir das gleich mal zu. Ich schneide jetzt nämlich hier an der Falzlinie entlang bis zu meiner Falzlinienüberkreuzung
und schneide mir hier gleich eine Klebelasche ein. Also falls ihr dieses andere Video gesehen habt, diese Weihnachtskarte, dann kennt ihr diese Schritte schon, die sind genau gleich. Die Karte ist an sich genau aufgebaut gleich, aber hat eben diesen besonderen Effekt mit dem Bogen. Und außerdem ist sie von der Farbgestaltung ganz anders. Von dem her finde ich, kann man das schon mal zweimal machen. Manchmal braucht man ja auch Ideen für Sachen, die man schon kennt, die man aber noch ein bisschen anders machen kann. Also ich habe mir jetzt hier einfach so ungefähr 1 cm Pi mal Daumen freigelassen und schneide mir hier einfach so eine Klebelasche rein. Seht ihr das? Und jetzt stecke ich mir das hier noch schön ab. Noch ein bisschen schräger. Hier unten noch ein bisschen schräger. Und habe jetzt hier eine Klebelasche an einer Seite unten dran. Dann schnappe ich mir meinen Papierfalter und falze mir erstmal einfach alle Falzlinien nach. Schön genau arbeiten hier, dass die Ecken schön aufeinander liegen. Auch hier gucken, dass das wirklich perfekt passt, genau. Und dann klappe ich es mir nochmal auseinander, falze mir diese Linie nochmal genau nach. Und ich lege es mir wieder so hin, wie es war. Also so wird die Karte dann nachher aussehen. Meine Klebelasche, diese Falzlinie hier, das ist die einzige Falzlinie, die ich nach oben falze. So, alle anderen habe ich in die andere Richtung gefalzt. Auch hier gut nachfalzen. Und dann ist unsere Grundkarte an sich schon mal fertig. Hier sieht es komisch aus, also das ist keine zweite Falzlinie, sondern da bin ich jetzt mit dem Falzbein so hingekommen, dass das ausschaut wie zweimal gefalzt. Aber es ist nur eine Falzlinie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Okay, und jetzt schnappe ich mir meine größte Kreisstanze, die 2-Inch-Kreisstanze, 2¼-Inch-Kreisstanze und nehme mir erstmal mein Designerpapier. Und da muss ich jetzt nur ein bisschen drauf achten, also ich habe hier eine Seite, die ist 10 cm und eine Seite ist 9 cm. Und ich nehme jetzt diese schmalere Seite, also diese 9 cm Seite. In diesem Bereich stanze ich mir jetzt diesen Kreis aus. Ich schiebe das ganz runter, bis das Papier wirklich in der Stanze unten ansteht. Und dann stanze ich mir den Kreis, wenn rechts und links ungefähr der gleiche Abstand ist. Also ich habe jetzt hier eine Stanzung und jetzt mache ich so, dass ich mir mein Papier hier mit der hochgefalteten Linie, also Klebelasche, einfach einmal umdrehe und mir hier jetzt rechts oben mein Designerpapier anlege. Und zwar so, dass rechts und links der gleiche Seitenabstand ist und dann zeichne ich mir hier den Kreis mit Bleistift einfach so ein kleines bisschen an, dass ich mir den einfach einmal schön ausstanzen kann. Man kann das auch vorher aufkleben und dann ausstanzen, aber ich finde es immer schöner, wenn man das getrennt voneinander ausstanzt, dann hat man keine Ausfranzungen mehr. Jetzt habe ich hier so eine Markierung, wo mein Kreis ist und kann mir den schön ausstanzen. Genau. So. Und hier klebe ich jetzt einfach mein Papier drauf. Und diese Ecke, die ihr geschnitten habt, ist jetzt links unten, dass man da nicht durcheinander kommt. Das mache ich einfach mit Flüssigkleber. Gut. Und ich habe auch hier wieder so einen leichten Überstand. Den habe ich irgendwie immer, das hatte ich beim letzten Video, glaube ich, auch. Den schneide ich mir noch schnell ab. So, und dann passt das aber. Okay, und jetzt kommt das, was eben anders ist als unsere bisherige Karte. Also wir hatten ja bisher diese runde Kreiskarte und jetzt möchten wir ja diese Rosenbogenkarte machen aus dem Ganzen. Und da brauche ich eben jetzt erstmal ein Lineal, um mir den Rosenbogen da anzuzeichnen. Okay, und da mache ich es einfach so. Es ist natürlich super, wenn ihr so ein Lineal habt, so ein Geodreieck. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen näher ran, ihr seid so weit weg heute. Dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Also ich lege jetzt auf meine Unterlage das erstmal schön gerade auf. Und jetzt gucke ich, dass ich hier an der breitesten Stelle von meinem Kreis möchte ich nach unten eine Linie machen. Und die soll ja einigermaßen gerade sein. Deswegen orientiere ich mich erstmal hier unten mit meinem Lineal und schiebe mir das dann ein bisschen hoch.
und zeichne mir das jetzt einfach hier mal mit Bleistift an. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Drehe mir das mal nochmal um. Ich verlängere mir also einfach eigentlich nur meinen Kreis nach unten. Möglichst gerade. Seht ihr das? Jetzt habe ich hier einfach meinen Kreis an der breitesten Stelle nach unten verlängert. Und diese Ecke müssen wir uns jetzt natürlich noch ausschneiden. Und ich mache das, glaube ich, am besten mit der Schere. Das ist zwar jetzt ein bisschen eingefummelt, ein kleines bisschen eingefummelt, aber mit dem Papierschneider könnt ihr es natürlich versuchen, aber es ist halt doch dann dick mit Designerpapier und Tonpapier. Ich finde es ehrlich gesagt mit der Schere am einfachsten, auch wenn man hier an diese Seite ein bisschen schlecht hinkommt, kann man sich das auch so von unten schneiden. Ich glaube, mit Schere ist es am besten. Und unten schneide ich es mir. Ich lasse mir ein ganz kleines bisschen, lasse ich mir stehen. Also es soll ja ein Bogen sein, aber ich möchte es nicht ganz, 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 ganz runterschneiden. Das wird man nachher nicht mehr sehen, da kommt dann noch eine Deko drüber, aber ich lasse so ein bisschen was frei und habe jetzt hier schon mal so einen Bogen. Was ich immer ganz süß finde, was man jetzt hier ein bisschen sieht, ich klappe euch das mal so ein, hier ist so eine leichte, so eine kleine minimale Ecke da. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht. Ja, ganz eine leichte kleine Ecke. Das ist immer so ein bisschen angehaucht wie so ein orientalischer Bogen irgendwie. Das habe ich hier nur ganz leicht hinbekommen und hier ein bisschen besser. Falls ihr das gerne hättet, dann könntet ihr darauf achten, dass das so ein bisschen so aussieht. Das finde ich ganz süß, aber man muss es nicht machen. Man kann auch einen schönen geraden Bogen schneiden. Genau. Okay, so ist unsere Bogenkarte im Prinzip jetzt schon fertig. Jetzt geht es natürlich an die ganze Deko. Und dazu drehe ich mir mein Papier wieder um und möchte hier und hier meine Deko aufbringen. Aber wir müssen uns die ja erstmal noch gestalten. Von dem her machen wir jetzt ein bisschen Deko und dann bauen wir die Karte am Ende zusammen. Ich fange jetzt an mit Stempeln. Da nehme ich mir einmal als Farben Farngrün und Olivgrün. Und als Stempelfarben für die Rose verwende ich jetzt mal Chili und Merlot. Ich hoffe, das verträgt sich gut. Also das habe ich noch nicht ausprobiert. Mit dem fangen wir jetzt gleich mal an. Ich nehme jetzt mal Chili und Merlot und meine Rose. Und die Rose ist aus dem Stempelset. Das ist wirklich eine wunderschöne Rose. Genesungswünsche. Sie hat diese Bestellnummer und das ist ein ganz, ganz toller Stempel. Ich zeige euch jetzt hier auch mal noch andere Entwürfe. Also diese Bärentöne, die sind natürlich mega schön. Hier noch rot, das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es heute wird. Muss man mal gucken. Ich habe da auch dieses Blattwerk und die Zweige. Und ich benutze dann als Sprüche, muss ich auch so ein bisschen gucken. Ich nehme noch das Beautiful Friendship. Da habe ich diese Blüte hier rausgenommen, weil ich finde, das passt ganz gut für innen rein. Ich könnte vielleicht auf zauberhafte Grüße zurückgreifen, das weiß ich noch nicht genau. Da hätte ich den Spruch von Herzen. Oder du bist mein Lieblingsmensch, was habe ich mir da rausgenommen? Nee, weißt du was, du bist zauberhaft, das fand ich sehr süß. Aber ich glaube, ich bleibe bei den floralen Freude, bei der floralen Freude. Zungenbrecher, diese Bestellnummer, florale Freude, bei diesen Sprüchen. Beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück, mit Liebe, Freude und schönen Momenten an jedem Tag. Ich glaube, es bleibt bei diesem Spruch für draußen und in die Karte rein dann. Aber ich fange jetzt wirklich mit der Rose an. Das wird jetzt das Spannendste. Und nehme jetzt noch ein Schwämmchen. Und normalerweise mache ich es immer so, dass ich Merlot aufnehme und Chili vielleicht drüber setze. Das muss ich jetzt mal testen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und nehme dann das, was mir am besten gefällt. Ich gehe jetzt zuerst tatsächlich in Merlot, obwohl ich glaube, dass das die dunklere Farbe ist und nehme mir den Stempel einfach mal so auf. So, dass alles benetzt ist. Und ich nehme jetzt auch mal zur Sicherheit, ihr könnt es ohne machen. Ich habe es bis jetzt immer ohne gemacht, aber ich nehme jetzt mal die Stempel- und Perforiermatte und mache es mal mit. Mal testen, ob das dann schöner wird von Anfang an. Und jetzt gehe ich in Chili mit meinem Schwämmchen, mit meinem Fingerschwämmchen. Seht ihr, den habe ich einfach hier. Und tupfe so ein bisschen die hellere Farbe oben drauf. Es wird spannend. Einmal so außenrum. Und es wird auf jeden Fall jeder Blütenabdruck anders. Ups. Wow. Das ist also eine sehr satte Blüte. Seht ihr das? Sieht schon mal sehr gut aus. Aber ich würde gerne auch nochmal, also man kann auch zum Beispiel den zweiten Stempelabdruck benutzen.
Der ist jetzt sehr dezent, aber auch schön. Der hat auch was. Aber ich möchte es jetzt gerne auch nochmal andersrum probieren, dass ich jetzt zuerst die Chili-Farbe nehme, weil die einfach eigentlich die hellere Farbe ist, meiner Meinung nach. Und im Merlot-Rot dann noch so ein bisschen, diesmal auch von innen und von außen an den Blättern ein bisschen entlang gehe. Also es ist immer sehr schön mit dem zum Arbeiten, weil ich finde, da kommt jede Rose anders raus. Wirklich gut an alle Stellen abdrucken. Wow, die sieht auch gut aus. Ich glaube, die gefällt mir am besten. Die hat einen wirklich schönen satten Ton. Aber es kommt dieses Zweifarbige noch nicht so ganz so gut raus. Also ich hätte eigentlich noch mal ganz gern so irgendwie die Kombination aus etwas hell und etwas dunkler. Also ich mache es jetzt so als Test. Ich nehme jetzt noch mal Chili. Einen sehr satten Abdruck. Drücke mir den vorsichtig einmal ab. Und versuche jetzt mit dem Schwämmchen und Merlot-Rot außenrum zu gehen. Um mir das einfach noch an den meisten Stellen noch so ein bisschen nachzumalen. Hauche jetzt mal den Stempel kurz an. Und stempel jetzt einmal nochmal zum Versuch ab. Ah, das ist auch ein sehr schöner Abdruck. Also der ist auch sehr schön. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Der ist nicht ganz so dunkel wie der andere und da man sieht ein bisschen besser die Zweifarbigkeit oder die Unterschiede, aber es ist noch nicht zweifarbig. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich mache jetzt noch einen Versuch, also ich hoffe, das ist ja für euch vielleicht auch interessant, wenn ihr seht, was vielleicht an Farbe noch ganz gut dazu passt. Vielleicht Glutrot. Das weiß ich nicht genau. Glutrot ist halt schon sehr speziell. Schauen wir mal. Wir testen jetzt einfach mal. Und ihr könnt dann aussuchen, was euch am besten gefällt. Wow, meine Farbe ist mega satt. Seht ihr das? Uiuiui, da ist ganz schön viel Farbe drauf. Den stempel ich mir auch einmal auf jeden Fall ab. Das ist jetzt vielleicht auch zu viel. Und ich gehe jetzt ins Merlot-Rot. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da rauskommt. Vielleicht ist genau das absolute Highlight. Genau so, wie wir es haben wollen. Also ich weiß eben nicht genau, ob das sich das Glutrot mit dem Merlot-Rot gut verträgt. Aber wir testen es jetzt einfach mal, ja? Und tada! Ach ja, das war zu viel Farbe. Das sieht man sieht jetzt, finde ich, schön die Zweifarbigkeit. Das gefällt mir gut, aber es ist viel zu viel Farbe gewesen. Das müssen wir nochmal machen. So nisch. Ich wasche mir mal schnell den Stempel ab. Also noch ein Versuch. Der ist super, der ist schön. Den nehmen wir. Ich glaube, den nehmen wir. Also ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe mein Glutrot quasi ein bisschen, mein Stempelkissen ein bisschen abgetupft. Habe dann das Glutrot aufgenommen und dann habe ich einen vorsichtigen Abdruck gemacht. Und dann habe ich mit dem Merlot-Rot außenrum getupst und bin dann hier zu diesem Ergebnis gekommen. Also ihr habt jetzt hier zum Vergleich ganz viele Rosen. Wir müssen uns für eine entscheiden. Ich finde halt, hier sieht man schön, dass es zweifarbig ist. Aber auch die anderen finde ich sehr schön. Ach Gott, jetzt muss ich wieder entscheiden. Nun gut, ich werde jetzt erstmal mit dem Grün weitermachen und mich dann entscheiden, welche Farbe am besten zu meiner Karte passt. Aber ich finde das jetzt vielleicht für euch ganz interessant. So könnt ihr ein bisschen gucken, ja, was euch vielleicht an Rose am besten gefällt. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man das nicht komplett ausprobiert, was man dann nehmen soll. Also gut, so. Ich habe mich jetzt entschieden für diese Variante. Ich lasse jetzt das Glutrot, mir gefällt das unheimlich gut. Aber ich finde tatsächlich, es passt einfach doch das Merlot-Rot und das Chili am besten. Das ist einfach am harmonischsten. Ich nehme das Glutrot nochmal raus. Aber ihr habt jetzt hier eine schöne Art von den Rosen gesehen, wie ihr das gestalten könnt. Aber ich habe es jetzt hier mir in den Hintergrund von der Karte gelegt und ich bleibe tatsächlich bei dem Merlot-Rot und bei dem Chili von dem Farbkonzept. Und deswegen stempel ich jetzt meine Innenseiten eben auch in diesem Farbbereich und habe jetzt hier einfach die beiden Karten mit den 9,5 x 9,5 cm und werde mir jetzt da so ein bisschen den Hintergrund gestalten. Mit dem ganzen Blattwerk und alles. Auf meinen dünnen Streifen stempel ich auch als allererstes noch den Spruch aus den Florale Freude. Vorne kommt beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück. Und ich bleibe hier im Farbton, ich gehe in das Olivgrün hier mit dem Spruch.
Der sollte einigermaßen mittig sein. Ich muss mal gucken, ob ich den gescheit aufgenommen habe. Ja. Da versuche ich eben gerade zu stempeln. Ja, es passt schon. Auch hier ist die Farbe sehr satt. Und innen rein kommt dann der zweite Teil von diesem Spruch. Auch in Olivgrün. Einmal abstempeln zur Sicherheit und dann einmal in eine Ecke von meinen beiden Karten. Gut. Ich musste jetzt eben vorher wissen, welche Farbkombination ich nehme. Deswegen nehme ich mir nochmal Chili und gehe mir nochmal in mein Merlot-Rot, weil ich hier die Blüten noch habe. Die habe ich einmal von hier oben so leicht hier reingestempelt. Vielleicht hätte ich jetzt auch die Unterlage nehmen sollen. Wenn ich sie schon für außen benutze. Und auch noch unten ein bisschen. Die Stempel- und Perforiermatte ist übrigens nicht mehr im Katalog, aber die gibt es noch. Also keine Angst, die könnt ihr trotzdem bestellen. Jetzt brauche ich noch ein Schmierpapier, ein kleiner, das wäre ganz gut. Ja, man sieht jetzt schon ein bisschen den Unterschied. Also hier ist es mit Unterlage und das ist ohne. Also der untere ist schon schöner geworden. Und dann mache ich einfach noch so ein bisschen Grün in den Hintergrund mit Farngrün, also mit dem helleren Grünton. Die zweite ist jetzt so, dass ich eben hier meine Rose drauf machen werde. Und da kommt jetzt in der Mitte dieses Blattwerk von der Rose drauf. Und da mache ich es auch wieder mit dieser Technik, dass ich mir zuerst die hellere Grünfarbe nehme und dann noch ein Schwämmchen in Olivgrün. Mit dem ich einfach noch ein bisschen so um den Rand von den Blättern gehe, dass ich einfach auch hier so ein bisschen diesen Effekt wieder habe. Und die stempel ich mir jetzt so in den Hintergrund. Ja, so ist es okay. Also das sieht jetzt natürlich nicht schön gestempelt aus, aber ihr müsst euch vorstellen, ich schneide mir die Rose da auf. Und die kommt dann da noch so drüber. Die wird ausgeschnitten. Da muss man ein bisschen gucken, ob man da vielleicht nachher noch was nachstempeln müssen oder ob das dann schon so passt. Genau. Und was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, dass ich auch auf diese Seite nochmal ein paar Blüten an den Rand gesetzt habe, damit die Seite nicht so leer ist. So ganz leicht von oben. Und noch so ganz leicht von unten auch gerne mal mit dem zweiten Abdruck arbeiten. Also das muss nicht immer der erste sein. Und auch hier ist noch so ein bisschen Blattwerk reingekommen. Diesmal in Farngrün. Also wirklich nur so kleine Spitzen. Da ist einfach auch ein bisschen, ja, dass das Papier einfach so ein bisschen gefüllt ist, auch von außen reinkommend. Genau. Okay. Also das sind jetzt meine bestempelten Teile und meine Rose natürlich. Und da mache ich es jetzt gleich mal so, dass ich die Rose mit der Hand ausschneide. Da gibt es leider keine Stanzform dazu. Das wäre nämlich, finde ich, optimal bei dieser schönen Rose. Aber wie gesagt, wir probieren das jetzt mal mit der Hand. Ich lasse da so einen leichten Rahmen stehen und schneide mir die einfach mal mit der Hand aus. So, und jetzt habe ich alle meine Teile, also ich habe meine Rose ausgeschnitten und ich habe mir diese Blätter einfach nochmal zweimal aufgestempelt und auch mit der Hand ausgeschnitten, dass wir uns die nachher noch ein bisschen in den Hintergrund setzen können. Und jetzt haben wir alle unsere Deko hoffentlich zusammen. Vielleicht braucht man noch ein paar Stanzteile, aber das machen wir dann noch. Jetzt bauen wir erstmal unsere Karte zusammen. Okay, also wichtig ist, wir kleben uns jetzt mal die Klebelasche soweit fest, beziehungsweise zeige ich euch anhand des Klebebands besser mal, wo die ist. Ich klappe mir also, mein Designerpapier ist jetzt wieder auf der Rückseite, seht ihr? Meine Ecke liegt hier rechts unten und meine Klebelasche ist nach oben gefalzt. Und da klebe ich mir jetzt mein Abreißklebeband drauf. So. Und jetzt klappe ich mir erstmal meine Karte zusammen. Also ich
klappe mir die jetzt nach oben, diese Seite hier. Guck wieder, dass das hier schön alles aufeinander liegt. Kann das gerne auch nochmal nachfalzen, richtig ordentlich. Dann klappe ich mir meine zweite Klappe hoch. Ihr seht, wo jetzt die Klebelasche ist. Also die ist aufgeklappt. Klebestreifen ist noch dran. Und jetzt kann ich mir den Klebestreifen abnehmen. Also diese Schutzfolie da drüber. Und jetzt falte ich meine Karte zusammen. Und auch hier einfach nur gucken, dass es... Ihr könnt es gerne vorher, bevor ihr das Klebeband abnimmt, nochmal euch zusammenfalten, dass es schön aufeinander liegt. Und dann diesen Klebestreifen abnehmen. Oder ihr macht das eben so wie ich jetzt gleich aufs erste Mal. Und könnt euch das dann so aufmachen. Und jetzt haben wir schon den Mechanismus. Jetzt können wir uns nämlich hier die Karte so aufpoppen und so hinstellen. Hier unten auch nochmal gut nachfalzen. Und so öffnet und schließt sich die Karte also. Und wir haben hier vorne unseren schönen Bogen. Genau, jetzt geht es eigentlich nur noch an die Deko. Ich mache mir das jetzt mal einmal auf. Und komischerweise habe ich jetzt einen Fehler gemacht, blöderweise. Normalerweise klebe ich mir diese Innenteile vorher auf und dann klebe ich mir die Karte zusammen. Also macht das ruhig andersrum. Ich mache das jetzt nachträglich. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen, dass ich das vorher einkleben möchte. Aber ich kann es auch nachträglich noch machen. Aber vielleicht blende ich euch da irgendein kleines Zeichen ein, noch kurz fertig schauen und dann zusammenbauen. Also dass ihr euch das erst zusammenklebt, wenn ihr es schon euch diese beiden Deko-Elemente aufgeklebt habt. Also dieses eine Element, das kommt hier oben hin, rechts oben. Und das andere Element, das kommt hier unten hin. Und da ist es eben auch so, da müsst ihr fast ein bisschen gucken. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir uns das schon zusammengeklebt haben. Ich gucke nämlich immer ein bisschen, was sieht man nachher, wenn man hier, kommt ja dann die Rose drauf, was sieht man denn da dann noch von diesem Fenster? Ist es jetzt besser, wenn ich das so rum einklebe? Oder ist es besser, wenn ich mir das so rum einklebe? Ich finde es so fast schöner, weil da sieht man hier noch ein bisschen was von dem Blattwerk. Und würde mir die Rose dann so rum aufkleben, das ist so ein bisschen schief, weil wenn ich die Karte dann aufklappe, ich halte mir das jetzt mal sicherheitshalber so ein bisschen fest, dann soll die Rose ja nicht auf dem Kopf stehen oder so, sondern dann kann die hier so in dieser Form draufkleben. Das passt jetzt ganz gut, finde ich. Also lege ich mir die Rose, wie sie sein soll, hier drauf und klebe mir jetzt diesen Teil nochmal so an, wie er dann am Ende drauf soll. Es ist eigentlich egal, wann man sich das aufklebt. Zusammenklebt die Karte. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Abstandsklebepads. Und eben so, dass man noch ein bisschen was sieht von dem Laub. Und dann würde ich mir das hier noch so ein bisschen in den Hintergrund setzen. Einfach ein oder zwei. Dass man hier einfach nur ein bisschen was hat, wo man gucken kann. So ist es ganz schön. Vielleicht auch nur das eine. Bogen wieder zu, gucken, was da rausschaut. Ja, das schaut gut aus so. Also das ist ein bisschen tüfteln gefragt. Jetzt nehme ich mir noch einen Klebepunkt und klebe mir den noch unter das Blatt. Mit Deko ist es ja eigentlich immer so, oder? Da tüftelt man auch immer noch rum. Genau. Aber so sieht es schon mal ganz cool aus. Wir haben jetzt hier den schönen Bogen, die schöne Rose, die da rausschaut. Und kommt hier unten natürlich noch unser Spruch hin. Genau. Und da habe ich mir gedacht, fände ich es ganz schön, wenn wir uns den einfach in der Mitte einschneiden und so ein Fähnchen draus machen. Einfach hier von der Mitte her einen Schnitt setzen. Und dann von der Seite. Das kommt jetzt so hin. Ich würde mir das so hinkleben, dass ich hier unten den Streifen noch ein bisschen sehe. Aber dass es nicht so rausschaut. Könnt ihr machen, wenn euch das gefällt, aber ich finde es jetzt schöner, wenn es hier unten bündig ist mit diesem Designerpapier. Und dass das noch so ein bisschen Form bekommt, mache ich das so, dass ich mir das noch einmal so ein bisschen über mein Falzbein ziehe. Dass es einfach so ein bisschen, wenn ihr das von oben anschaut, so ein bisschen wellig ist. Und so setze ich mir das jetzt hier einfach auch noch mit Klebepunkten auf. Oder mit Flüssigkleber. Was nehme ich? Vielleicht nehme ich Flüssigkleber. Ich gucke jetzt ein bisschen, wo der Kleber hin kann. Dass ich nicht alles voller Kleber manche. Also nur so ein bisschen auf die Fähnchenspitzen. Beiden Seiten. Und dann baue ich mir das hier noch so hin. Okay. Aber so finde ich es jetzt total schön.
Was dich auch toll macht, finde ich, ist das Design am Papier. Da war ich mir erst nicht so sicher, aber das sieht richtig schön aus, richtig edel. Und jetzt würde ich persönlich einfach noch ein bisschen dekorieren. Also ich müsste noch ein bisschen silbernes Garn in den Hintergrund machen, weil das einfach auch vorne auf dem Designerpapier dazu passt. Ich sage das immer in den Videos, also das silberne Garn, das gibt es leider nicht mehr. Und das finde ich total schade, weil ich das halt immer so gern benutze. Aber wenn ihr es nicht habt, dann lasst es einfach weg. Und wenn ihr es habt, weil ihr noch bestellt habt, weil ich das ja gesagt habe, bestellt es euch, solange es noch gibt. Falls ihr ihn doch habt, nehmt ihn gerne her. Also es ist einfach schön, da noch ein bisschen was in den Hintergrund zu bauen. Ich glaube, ich habe zu viel Kleber an meinem Finger. Da klebt es an mir besser als an der Karte. Ja, das sieht man nur ganz leicht. Wer das nicht hat, der muss es nicht unbedingt machen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich es gerne mache. Und okay. Dann nehme ich mir noch ein paar Glitzis. Jetzt gucken wir mal. Sollen wir Perlen nehmen? Sollen wir Glitzis nehmen? Was haben wir noch? Die sind halt auch total schön. Die ewige Eleganz, gell? Das sind ja meine Lieblingssteinchen im Moment. Und dann diese glasigen. Gucken wir mal. Also ich brauche, glaube ich, noch mal ein paar Glassteine. Ich habe da noch irgendwo eine Packung. Die muss ich mir nur schnell suchen. Die schon noch mal bestellt. Ja, hier sind sie. Also diesen Tipp, den habe ich mal bei Alexandra Grape gesehen und der ist einfach nur Gold wert. Wenn ihr diese Laschen einfach so kleben lasst, einfach zulasst und dann nur hier dieses Innenteil rauszieht. Ihr könnt es auch einmal so machen, dass ihr das ein bisschen, ich lockere das immer einmal kurz. Macht das einen kleinen Ticken lockerer. Dann kann ich das immer super so seitlich rein und rausnehmen und habe nicht immer dieses Ge. Na, jetzt will es ausnahmsweise nicht. Normalerweise klappt das super. Ach, ich habe hier unten nicht ganz ausgeschnitten. Das sollte man schon machen. Also, dass ich das einfach nur immer so seitlich rein und rausschieben muss, das ist einfach nur total super. Also, der Tipp ist echt Gold wert. Und so lagere ich mir die ganz gut. Ich nehme jetzt einfach nur diese Glasperlen. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen auf der Blüte irgendwo drauf. Ah nee, das ist zu viel. Nee, nee, so muss es reichen. Also ich habe hier draußen zwei hingemacht, hier unten einen hingeklebt und wenn man es dann aufmacht, hat man nochmal drei große. Und ich spiele mit dem Gedanken, ob ich noch irgendwo einen kleinen hinsetzen soll. Mir gefällt es jetzt, obwohl es dann vier Steine sind. Können ja oben noch einen hinmachen, dann sind es wieder ungleiche Zahl mit 5. So, jetzt ist aber gut. Passt aber, man kann das so machen, also das geht dann nicht mehr zu oder so, sondern das passt. Es geht trotzdem zu. Und so ist jetzt von der Deko schon mal ganz dezent gehalten, würde ich sagen. Also es ist natürlich viel los, aber man braucht da auch eine gewisse Füllung auf der Karte. Wir können es jetzt so lassen und man könnte jetzt mit Pergament noch ein bisschen arbeiten. Ich habe immer so ein paar Pergamentteile irgendwo liegen, wo ich ausgestanzt habe, die man noch so ein bisschen in den Hintergrund bauen könnte. Das müssen wir jetzt mal testen. Also das weiß ich jetzt noch nicht genau, ob mir das gefällt. Hier habe ich mir aus dem ewigen Grünstanzformen, wie heißen die denn? Ewige Zweige. Diesen ganz, ganz großen Zweig habe ich mir mal ausgestanzt für eine andere Karte. Die habe ich gerade eben aufgenommen. Vielleicht zeige ich euch die mal kurz als Idee. Das war diese Karte, diese Pop-up-Karte, die man dann hinstellen kann. Die ist vielleicht auch ganz cool als Idee für euch. Das Video kann ich euch hier oben mal schnell verlinken. Und da habe ich mir das nämlich ausgestanzt und das ist jetzt noch der Rest dazu. Das war hier vorne auf der Deko. Seht ihr das? Ja, also nur so als kurzer Einblender. Aber wenn man halt solche Teile irgendwie rumliegen hat, dann kann man die auch ganz süß verwenden und könnte hier vorne auch noch ein bisschen Deko anbringen. Ich glaube, mir gefällt das sogar ganz gut.
Und dann brauchen wir natürlich auch nochmal den Zweig. Den wollte ich euch sowieso zeigen. Das ist die Zierzweigstanze. Den stanze ich mir hier nochmal aus. Habe ich auf der Frontseite auch schon einmal. Und den baue ich mir jetzt zumindest einen davon hier unten nochmal dazu, dass man da noch zwei Zweige haben. Juhu! So, ihr Lieben, ich glaube, ich bin jetzt immer weiter aus dem Bild rausgearbeitet, aber ich glaube, ich schneide euch da auch ein bisschen was raus, weil ich einfach, wenn ich so Deko mache und mit so Pergamentpapier arbeite, dann brauche ich immer irgendwie ein bisschen länger, bis es dann dran klebt und bis ich genau weiß, wo es hin soll und so. Aber jetzt ist die Karte super schön, die ist total edel, die gefällt mir richtig, richtig gut und es ist eben so ein Sommerthema. Dann habt ihr auch als Beispiel, wie die Karte aussehen kann, wenn man sie nicht als Weihnachtskarte verwendet. Hier kann man sie dann so zuklappen, wenn man sie verschickt, bekommt sie der Beschenkte so. Ich zeige euch nochmal ganz nah, wo ich jetzt überall das Pergament aufgeklebt habe. Also hier dieses Teil aus den ewigen Zweigen, dann hier diese Zweige von dem Zierzweig, so unten rein, so ein bisschen geschwungen. Hier soll es ein bisschen darstellen, dass es an dem Bogen quasi wächst. Dann diese wunderschöne Rose in der Mitte mit diesen tollen. Also es sieht einfach super aus. Ich finde es so schick, dieses Rosenstempelset ist so schön. Und dann kann man es eben so aufmachen, hinstellen. Hoppala, da geht es mal kurz hoch. Manchmal ist es ganz cool, wenn man die Ecke hier unten nicht ganz festklebt, weil dann hebt sich es da noch ein bisschen ein. Das ist so ein kleiner Trick, wenn es nicht ganz von alleine steht. Und genau, hier einfach den Spruch, da hat man noch Platz, um was unterzukriegen von Sprüchen und dann noch die Rose hier unten. Also ich finde, es ist wunderschön geworden. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, einen kleinen Trick. Ich habe euch mal gezeigt, was ihr aus einem leeren Wink of Stella machen könnt. Ich verlinke euch mal das Video hier oben. Und wenn ihr den habt, diesen quasi Aqua Painter Glitzer Wink of Stella Pinselstift Spezial Babsi, dann könnt ihr den jetzt noch verwenden. Und wenn mal ein Stempelabdruck, so wie hier, nicht so ganz so gut angegangen ist, kann man da einfach noch ein bisschen nachhelfen, indem man einmal Glitzer und dann eben noch so ein kleines bisschen Wasser da aufbringt. Und da einfach noch so ein bisschen drüber geht. Seht ihr das? Muss man natürlich jetzt über alle Blüten machen, weil es vom Farbton sich ganz leicht verändert. Aber es macht das Ganze noch ein bisschen stimmiger. Also es zeigt dann hier gut, dass der Abdruck schön gelungen worden ist. Und das jetzt nicht, wenn es mal ein bisschen schief gegangen ist, das ist dann halt, das sieht man jetzt im Nachhinein nicht mehr. Und das mache ich jetzt einfach nur hier überall mit all meinen Blüten, dass die alle so die gleiche Farbe haben. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen heller. Das schaut jetzt sehr cool aus. Mal sehen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Aber so hat man nochmal so ein kleines Highlight mit ein bisschen Glitzy dabei. Könnten wir jetzt in die Blüte auch noch setzen. Mache ich ganz vorsichtig, weil ich da nicht zu viel verändern will, weil die Blüte an sich einfach so schön ist. Dann einfach auf ein Stück Papier ausstreichen noch und dann wieder verschließen. Dann kann man es fürs nächste Mal verwenden. Genau, aber so hat man jetzt hier wirklich eine ganz, ganz tolle Karte. Ich lasse die jetzt in Ruhe trocknen, aber ich finde, die ist wunderschön geworden und ich hoffe, sie gefällt euch auch mit diesem Rosenbogen. Also für jeden, der gerne in den Garten geht, ist das bestimmt die richtige Karte, also eine Gartenfreunde-Karte. Überhaupt für jede Frau, die gerne Rosen mag und die einfach gerne Blumen mag, ist das einfach eine coole Karte. Wirklich eine ganz tolle Kartenform. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Schaut gerne auch die Weihnachtskarte an. Ich weiß, es ist noch ein bisschen Zeit, aber man kann ja schon mal gucken, was man daraus machen kann und wie man es anders gestalten kann. Und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln, beim Verschenken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos seht, drückt gerne auf die Glocke. Vorher abonniert ihr bitte den Kanal und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!